Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Ich grüße euch da draußen. Wir haben Stromprobleme, Strömchen. Oh, ganz schön heftige Stromprobleme auch. Können wir hier Offshore-Parks, die machen 10? Die machen 20? Naja, also das ist wohl eh klar, oder? So, machen wir hier nochmal welche hin. So, bei Zoomern auch mal ein bisschen Strömchen dran zu bekommen. Das wäre schon sehr nice, wenn da mal ein bisschen Luft noch dran wäre. So, einfach nur, um nochmal zu gucken, dass das alles hier ein bisschen fluffiger läuft. Wir müssen jetzt natürlich auch erstmal anlaufen, die Jungs hier. Ist auch in Ordnung. Gucken wir mal über die Stadt. Schaut schon sehr, sehr geil aus, oder? Was meint ihr? Was haben wir hier hinten noch für Zeichen? Hier ist irgendwas ganz Schlimmes. Nicht genügend Rohstoffe, meckert unser Industriegebiet hier hinten. Jetzt gucken wir gerade mal. Die würden ganz gerne, können aber nicht, okay. Ja, wir haben unsere Stadt steht halt genau auf dem Agrargebiet. Verfügbar sind unglaublich viel Wald, ein bisschen Erze. Hier irgendwo hier am Rande. Was sind die Erze hier? Ist nicht viel. Wald hätte man natürlich ohne Ende. Wald möchte ich aber hier nicht direkt anschließen. Wald muss irgendwie ein bisschen außen dran sein. Und ihr seht schon, hier stirbt auch alles vor sich hin. Die Industrie saugt hier quasi ganz heftig auf. Es kamen auch in den Kommentaren unglaublich viele Vorschläge zum Thema Grundschulen. Da hieß es nämlich, zwerg mich schon wieder. Ihr habt recht. Ihr habt so recht. Nicht schon wieder. So, zack, machen wir das nochmal schnell an dieser Stelle. Mal kurz hier ein bisschen in die Grundschulen investieren. Auch die Oberschulen, da schaut es nämlich genauso schlimm aus. Auch da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Jetzt, es wird besser. Aber halt nur ein bisschen. Wir müssen hier ein bisschen aufbohren. Für die Unis haben wir auf jeden Fall kein Geld. Aber da sollte uns jetzt die Bildung schon mal ein bisschen nach oben treiben. Gerade auch mit der normalen Grundschule, da sollte jetzt eigentlich für jeden was dabei sein. Wir haben hier eine Uni, oder? Das ist doch unser Uni-Block. Da reicht es aber dicke aus, ne? Also Universität. Haben wir mehr als genug Platz. Es fehlt nur am Grundbedarf, ne? Da haut es nicht ganz mehr so hin. Wie soll zumindest. Deswegen, da arbeiten wir jetzt gerade immer ganz heftig dran. Wie schaut unser Nahverkehr aus? Der schaut gar nicht mal so schlecht aus. Habe schon schlimmer gesehen. Habe ich doch schon schlimmer gesehen. Gut, wir müssen dann demnächst auch mal das Gebiet erweitern. Wir brauchen mehr Flächen, vor allem für Wohnungen. Da werden wir uns noch was überlegen müssen. Da werden wir uns hart was überlegen müssen, wie wir das machen. Oh, Alter Schwede. Alter Schwede. Hier läuft die Brühe doch. Hier läuft die Brühe. Guck mal, Strömchen schaut gut aus. Wasser ist knapp bei Kasse, aber hält noch. Hält sich die Waage. Ist die Frage, in welche Richtung gehen wir mit unserer Stadt raus? Hier haben wir natürlich jetzt einen großen Teil durchgeführt. Den könnte man nach hier noch erweitern. Da hätte man da noch auch was geschafft. Das Ganze wird hier allerdings oder ist schon mittlerweile zum Problem geworden. Das heißt, hier am Eingang müssen wir unbedingt was tun. Da führt leider jetzt gerade im Moment gar kein Weg mehr dran vorbei. Das muss weg. Das müssen wir anders lösen. Autobahn lösen. Nee. Ja, so ist auch ein bisschen doof. Das Ei der Liebe ist wieder entstanden.
zurück vielleicht. Wir kommen hier nicht anständig raus, hm? So, okay. Und dann geht hier eine sechsspurige Straße. Geht hierher. Jetzt ist natürlich hier eine Ampel. Das können wir aber nicht anders lösen, glaube ich. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ein bisschen Stau wird sich dadurch auf jeden Fall ergeben. Den werden wir so nicht ganz lösen können. Aber hier geht schon viel. Das hilft uns. Vor allem löst das mal diesen Knoten hier ein bisschen auf. Jetzt gucken wir mal, wir behalten das mal ein bisschen im Blick. Ab und zu staut sich's halt. Aber wenn's mal läuft, dann läuft's halt auch richtig gut, ne? Aber die stauen sich immer noch bis hinten aufs Kreuz raus. Das ist weniger cool. Müssten das ein Ticken anders lösen. So, vielleicht sogar. Weil damit sollten jetzt viele, die jetzt nicht geradeaus wollen, sondern hier auf den zweiten Ring drauf wollen, können nämlich jetzt schon runterfahren. Gucken wir mal, ob das was hilft. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das uns irgendwie weiterhilft. Aber der Stau scheint sich recht einfach zu lösen, weil halt viele auch abbiegen wollen. Jetzt warten wir mal. Wenn sich es einmal komplett aufgelöst hat, dann haben wir eigentlich einen guten Stand erreicht. Oh, es regnet, es schüttet wie aus Eimern. Guck mal, die stehen gerade bis rauf. Jetzt löst sich so ein bisschen weg. Schauen wir mal, jetzt ist er weg. Jetzt ist er komplett gelöst. Völlig losgelöst. Genau, jetzt hat sich der Kreisel mittlerweile komplett entohrt. Regnet das. Das schüttet ja wirklich wie aus Eimern. Alter Schwede. Alter Schwede. Jetzt geht's rund hier. Kommt immer drauf an, wo die hinwollen, ne? Wenn die dahinter wollen, ist es natürlich schwierig. Weil wir hier immer noch unser Nadelöhr haben. Schaut es mit der Müllverbrennung aus? Wir könnten ja mal... Oh, wir könnten ja hier mal irgendwie... ein Recyclingzentrum aufbauen. Bauen wir mal ein kleines Recyclingzentrum her. Recycling Center. Ah, hier wird sauber recycelt. Da sind wir ganz ökologisch in unserer Stadt. In Zwergonien, da kennt man auch den ökologischen Bau. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie ist denn der Bodenrichtwert hier? Gar nicht mal so schlecht, aber noch nicht so perfekt, wie er sein sollte. Irgendwie fehlt es hier noch ein bisschen. So,
packen wir mal hier noch ein paar Parks rein oder sowas. Einfach damit hier ein bisschen das Level steigt. Haben wir hier noch irgendwas, was hier ganz gut passen könnte? Ein Hundepark könnten wir hier auch noch mit reinpacken. Hier auch. Wir mögen Hunde. So, hier, da freuen sich sie alle. Oh, Mensch. Japanischen Garten. Warum nicht? Hier so. Zack. Und hier kommen wir auch direkt ans Wasser, kommt auch nochmal einer her. Einfach, weil es cool aussieht. So, dann sind dann die Leute jetzt hier doch... Schau mal, das schaut doch super aus. So ein bisschen zen-mäßig, ne? Weißt schon, so mit Rechen. Da hält auch gleich der Bus. Besucher letzte Woche. 0. Aber ein paar gehen rein. 5. Ja, jetzt haben wir schon geschafft. Wird schon angenommen. Finden die Leute super Schnüfte. Super Schnüfte. Ich finde das auch super Schnüfte. So. Okay. Jetzt checken wir mal die Lage. Es wird schon deutlich besser hier auch. Ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal den Nachbarn hier kaufen. Zack, wunderschön. Jetzt können wir nämlich uns mal ein bisschen erweitern. Wie gesagt, auch unsere zwei Hauptachsen ziehen wir natürlich jetzt hier erstmal weiter. Das sind ja im Prinzip unser Zentrum. Herzlichen Glückwunsch! Yay, Solarkraftwerk. Okay, so. Dann machen wir hier Folgendes. Hier machen wir ein bisschen gerade weiter. Schade, dass man dieses Gitter bauen wie in SimCity nicht mehr machen kann. Das fehlt mir noch ein bisschen. Die sagen, dass ich das nicht alles selber machen muss, sondern dass ich einfach sage, okay, Baugebiet von hier bis hier. Setz einfach die Straßen so, wie du willst, selber. Den faulen Modus quasi. Weil hier machen wir jetzt im Prinzip nichts anderes als immer wieder dieselben Schritte. Wir bauen die Straße hier auf. Wir werden es später dann nochmal separat verbinden. Weil es ja auch von der Länge her immer gleich bleibt. Das ist allerdings unser Industrieviertel. Da werde ich auch jetzt mal gucken, wie wir das ja eindeichseln können. Weil ich habe da nämlich eigentlich noch was vorgehabt. Weil wir brauchen ja Rohstoffe. Unsere Stadt wächst mit den Rohstoffen, die halt Bedarf sind. Und in dem Fall haben wir Holz als Bedarf gerade zum Beispiel auch. Und das ist halt auch recht praktisch, wenn man so ein bisschen in die Holzrichtung unterwegs ist. Weil Holz, nachwachsender Rohstoff und so, das taugt halt, ne? So, und jetzt gehen wir hier nochmal zusammen, damit der Verkehr auch hier ein bisschen fließen kann. Das Schöne ist, da hinten haben wir jetzt einen Zuganschluss. Und ihr kennt das, die Bahn ist ein sehr verlässlicher Partner. Meistens, also vielleicht. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also ich glaube schon. So, und deswegen gehen wir da jetzt natürlich auch hinter. Und schauen, dass wir dann jetzt hier erstmal einen neuen Distrikt aufmachen. Das wird ein kleiner Distrikt, hauptsächlich hier in dem Bereich rum. Und im Concord Park werden wir Richtlinien raushauen. Also als allererstes Rauchmelder, klar, Recycling und Rauchverbot, fertig. Das war's, Besteuerung ist klar. Industrieflächenplanung machen wir hier rein. Genau, bei den Stilen sagen wir, hier wird Agrar gemacht. Das ist unser Agrarpark. Und wenn wir das genauso, wenn wir das jetzt auch managen. Geben wir der Industrie ein bisschen mehr Platz. Denn die braucht auch mehr Platz. So, und hier machen wir dasselbe wieder. Das wird dann eh noch ein bisschen zersprengelt werden. Hier werden wir dann Folgendes noch machen. Wir werden hier auch nochmal rausgehen mit einer kleinen Straße und binden das hier nochmal an. Dazu müssen wir aber hier noch ein bisschen weiter vor.
Okay. So, weil dann können wir nämlich hier mit einer kleinen Straße rausgehen. Aber das geht nicht ganz auf. Das ist schade, macht aber im Prinzip jetzt auch gerade gar nichts. So, aber wir gehen nämlich jetzt hier mit einer neuen Verbindung raus. Natürlich müssen wir das Ganze auch bustechnisch und so weiter, muss alles noch erfasst werden. So, weil hier kommt nämlich jetzt eine neue Einkaufsmeile her. Die soll auch ein bisschen die Industrie hier abhalten, weiter sich auszudehnen. Und auch ein bisschen als, ich sag jetzt mal, als natürlicher Filter wirken für die Luft. Und das Ganze müssen wir natürlich jetzt auch ganz logisch erstmal anpeilen. Straßenbahn könnten wir hier einführen auf die Länge. Muss jetzt aber im Prinzip auch gar nicht sein. Wir bauen das ganze Ding über eine neue Buslinie aus. Und zwar über eine folgendermaßen. Moment. Ich muss hier relativ sportlich loslegen. So, hier geht es noch weiter. Dann hält der hier oben. Geht hier wieder quasi zurück. So, macht hier nochmal eine Runde. Und schließt hier wieder an. Und jetzt machen wir Folgendes. Hier fährt auch noch ein Bus lang. So. Nimm die einzelnen Teile hier mit. Und fährt quasi beim Zurückfahren hier immer bei den einzelnen Stationen vorbei. Fährt dann hier rein und schließt hier wieder an. Bäm, fertig. Gleich wieder eine komplette neue Buslinie etabliert. Aus dem Nichts heraus. Oh, alter Schwede, das ist halt echt heftig. Jetzt gucken wir mal gerade, Wasser wird zum Beispiel auch ganz schön knapp. Wir müssen auch umrüsten demnächst. Da fehlt nämlich jetzt dem noch auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar eine Kläranlage muss hierher. Wir bauen jetzt erstmal eine Kläranlage hier rein. Und lassen das einfach mal laufen. Ich hoffe, die läuft dann auch. Genau, jetzt läuft sie. Funktioniert, klärt auch schon ein bisschen. Wir werden dann die langsam werden wir das dann austauschen. Und ihr seht schon, es wächst schon raus alles. So, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier vorbeikommen, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier vorbeikommen. So. Genau. Wir gehen jetzt hier mit zweien raus. Mit zwei Leisten oder drei Leisten gehen wir jetzt raus. So, ich muss nämlich jetzt einen Trenner zusammenbekommen. Zwischen unserer Stadt, die ja eigentlich einen Kasten hat, und unserer Stadt, die eigentlich keinen Kasten mehr haben soll. Nämlich die ein bisschen freier gebaut ist. Und da müssen wir jetzt aus dieser geraden Lösung, müssen wir jetzt was rausbekommen. Wir brauchen demnächst auch noch ein bisschen Strom, da müssen wir auch noch rangehen. Aber bevor wir das jetzt tun, brauche ich hier jetzt nochmal ein bisschen Bürofläche. Bisschen, ne? Einfach damit wir das Dreckviertel hier ein bisschen rausmitteln können. So, ob sich da jetzt demnächst jemand hinsiedeln wird, wir wissen es nicht. Wir werden einfach mal sehen. Das Schöne ist, jetzt haben wir hier natürlich fast total pH-neutrale Gebiete und können dann anfangen und uns überlegen, was machen wir? Ja, zum Beispiel hier neue Wohnungen reinbauen. Machen wir aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Und ich sage danke fürs Zuschauen, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen, meine Lieben. Euer Zwerg. Auf ZwergTube, ciao.